Hallo, ich habe gestern ein Video gemacht über meine Mob-Ausrüstung, die ich auf dem Speicher gefunden habe und habe nachgeschaut, was noch alles drin ist. Ich habe da viele positive Feedbacks bekommen und nette Kommentare und deswegen habe ich mich entschlossen, ein Video zu machen, um über meine Dienstzeit, meine Wehrpflicht und anschließende Dienstzeit als Soldat ein kleines Video zu machen und zu berichten, wie mir das damals ergangen ist. Ich teile ja das Schicksal, sage ich mal so, mit vielen Zehntausenden, die damals als Wehrpflichtige eingezogen wurden, ob sie wollten oder nicht. Es bestand noch die allgemeine Wehrpflicht zur Information, zu meiner Zeit 15 Monate. Und jetzt werde ich euch mal erzählen, wie das bei mir so war, was ich da alles erlebt habe. Angegangen ist es am 5. Januar 1981, da wurde ich eingezogen zum Luftwaffenausbildungsregiment nach Manching. Vorausgegangen war die Musterung im Jahr 1980, da habe ich noch gelernt, da war ich noch in der Ausbildung. Da wurde ich in München gemustert mit der Tauglichkeitsstufe 2 ohne Einschränkungen für alle Waffengattungen tauglich. Kam gleich die Frage, ob ich zu den Fallschirmjägern will, da hatten sie anscheinend Defizite. Das habe ich damals abgelehnt, weil ich natürlich gehofft habe, irgendwo heimatnah stationiert zu werden, weil man hat ja eine Freundin gehabt und einen Freundeskreis. Und so musste man sich dann überraschen lassen, wo man hinkam. Bei mir war es, wie gesagt, das Luftwaffenausbildungsregiment in Manching zur Grundausbildung. Es war ein strenger Winter, es hatte 20 Grad minus, Unmassen von Schnee. Ich konnte mit meinem eigenen Auto da gar nicht hinfahren am ersten Tag zur Grundausbildung, sondern ich bin nach München gefahren, bin von da mit einem Sammelzug für Rekruten nach Ingolstadt gefahren. Da habe ich gleich beim Aussteigen den ersten Eindruck bekommen, Unterschied zwischen Heer und Luftwaffe, Unmengen Soldaten im Zug, alle natürlich gespannt, was gleich passieren wird. Wir sind ausgestiegen und dann wurde schon auf uns gewartet. Das Heer war da mit alten MAN 5 Tonnen, Planenaufbau bei 20 Grad minus. Da wurden also die Rekruten auf die Ladefläche verfrachtet und abtransportiert. Und bei der Luftwaffe standen zumindest Busse da, die ein bisschen mehr Komfort boten. Also ging es los. Ansprache vom Kompaniechef, Aufteilung in die Zimmer, noch mehr Pinkeltest, Zuckertest ins Reagenzglas. Und dann muss man sich mit den Leuten, die man da auf die Bude bekommen hat, arrangieren. Ich hatte relatives Glück, waren eigentlich alle nett, wo bei mir auf dem Zimmer waren. Wir waren eine Vier-Mann-Bude. Bloß einer hatte einen TBC-Verdacht und der schlief ausgerechnet unter mir. Er rauchte Rothändle ohne Filter und hat 24 Stunden durchgehustet. Da habe ich natürlich am Anfang ziemlich Muffe gehabt, dass das ansteckend ist und dass nämlich der da infiziert mit seiner Husterei, weil er beim Lungenfacharzt schon vorstellig war und so weiter. Anderes Thema. Am selben Tag ging es noch zur Einkleidung. In Reihe und Glied, in Zivilklamotten, wurden wir in die Kleiderkammer verfrachtet. Da ist man dann durchgeschleust worden mit dem Seesack, hat seine ganzen Ausrüstungsgegenstände empfangen, in den Seesack geschmissen worden. Und dann ist man zurück zur Unterkunft. Der erste Anzug, den man anziehen durfte, das war der Trainingsanzug in dunkelblau Nylon. Gut, wir sind dann gleich angewiesen worden, wie wir unsere Spinte einräumen müssen und haben einen ersten Eindruck gehabt, wie es da abgeht. Und das war kein Spaß. Ausgeliefert waren wir meistens mehreren Obergefreiten und Unteroffizieren, die da Gruppenausbilder waren, die in seiner Gruppe zugeteilt waren. Und wie es da abging, ich war einiges gewohnt. Ich kam aus einem Viertel, wo man sich schon wehren musste, wo man also, ich sag nicht um sein Leben kämpfen musste, aber man musste Härte zeigen, dass man da nicht unter die Räder kam bei den anderen. Und auch die Ausbildung war, die Lehrzeit war kein Zuckerschlecken nicht. Ich hatte einen ziemlich harten Lehrherrn und es war ein rauer Ton und ich war einiges gewohnt, aber was dann kam, das stand dem nicht nach, was man in den Filmen mit Hans-Joachim Fuchsberger damals gesehen hat, 0815. Vielleicht kennt noch einer oder andere den Schleifer Platzig, den werde ich euch nachher mal zeigen. Und da wurden wir jetzt erstmal ordentlich zerlegt. Die ersten Tage war man ziemlich einen Schock ausgelöst bei allen. Man war da wirklich kein Mensch mehr. Das
möchte man nicht glauben, dass in der Bundeswehr dann noch so verfahren wurde, aber das war wirklich grenzwertig, würde ich sagen. Das könnte man mit den heutigen Rekruten nicht mehr machen. Die würden am Wehrbeauftragten schreiben oder würden einfach wieder kündigen, wenn sie freiwillig sind. Das ist damals nicht möglich gewesen. Gut, die Reaktionen waren halt dann entsprechend. Es gab ja noch eine gewisse Trinkkultur bei der Bundeswehr, die es ja heute nicht mehr so gibt. Das Ventil war natürlich abends nach Dienstschluss das Mannschaftsheim. Da ist man abends hin und hat kräftig getrunken, wirklich kräftig. Es ist auch gesungen worden. Man hat von den Alten gelernt, die wohl schon länger dabei war, oder vom Stammpersonal. Und dann irgendwann vor Zapfenstreich hat man sich dann zurückgeschleppt ins Zimmer und hat aufs morgendliche Wecken dann um 5 Uhr oder 5:30 Uhr, das weiß ich jetzt nicht mehr, haben wir gewartet. Da waren wir dann morgens oft ziemlich platt und dann ging es nämlich weiter. Erstmal das Einmaleins des Soldatenlebens, dann später ins Gelände, Sport, sehr viel Sport. Manche waren es gewohnt, manche nicht. Und dann kamen noch so Aktionen wie die Impfungen. Das war ein Highlight. Das muss ich euch erzählen. Also mit dem blauen Nylon-Trainingsanzug zu Wintertemperaturen in die Turnhalle, paar hundert Mann angestanden und dann Reihenimpfungen. Das heißt, einmal Schnitt mit dem Messer Pockenimpfung, dann mit dem Injektor in den Oberarm, Tetanus oder Wunschstarrkrampf, was immer, und die Schluckimpfung. Nach dieser Dreifachimpfung ging es auf dem Sportplatz. Gleich anschließend 2000 Meter Lauf bei winterlichen Temperaturen auf der Bahn. Und da ging es um Zeiten. Man musste bestimmte Zeit erfüllen, damit man seine ganzen Punkte alle beieinander hatte, dass man die Grundausbildung besteht. Es war nicht so, dass man die geschenkt bekommen hat. Man musste am Ende musste alles erfüllt sein, sonst hieß es, du kannst deine Grundausbildung wiederholen. Das hat natürlich geängstigt und jeder hat sein Bestes gegeben. Die Folge war schon am Nachmittag die ersten Kranken und am nächsten Tag waren mindestens 40% erkrankt mit Fieber und sonstigen Sachen. Klar, der Körper wurde überfordert nach der Impfung. Das war viehmäßig, was da gelaufen ist. Solche Arme von den Pockenimpfungen, das war brutal. Gut, die Grundausbildung lief halt so dahin. Ist einiges passiert in der Zeit, das kann man gar nicht alles so erzählen. Da könnte man ein Buch drüber schreiben. Da gab es ein paar Verweigerer, die alles mit Fleiß dagegen gemacht haben. Die waren wehrpflichtig. Wir hatten einen, der hat jeden Tag in der Nacht in ein Pissbecken geschissen. In der Früh war das vollgeschissen, sie haben den nicht erwischt. Das war dem seine Protestaktion. Ein anderer hat sich eine Glatze schneiden lassen, was früher strikt verboten war. Das wurde als Selbstverstümmelung aufgefasst. Der blieb dann so lange, bis die Haare wieder nachgewachsen sind, ein paar Millimeter, und musste in seiner Freizeit oder dann eine Kopfbedeckung tragen, dass das nicht gesehen wurde. Die Trinkerei ging natürlich auch weiter. Und der damit verbundene Unsinn mit Sachen aus dem Fenster schmeißen, Spinte umdrehen, und so weiter und so fort. Bei dem Zusammenleben blieben natürlich dann auch Auseinandersetzungen nicht aus. Untereinander hat es dann öfters mal ein paar Prügeleien gegeben. Und mich haben sie mal abends aus dem Bett gezogen. Die waren beim Duschen, zack, haben mich dreimal gepackt, haben mich geduscht, haben dann weiter geduscht, das war ein Fehler von denen. Ich bin dann in den Putzraum gegangen, habe einen Eimer geholt und habe jeden von den drei Kameraden einen Eimer Wasser ins Bett gegossen. Die haben dann wahrscheinlich die Nacht nicht mehr in dem Bett geschlafen und so ging es halt dahin. Die Grundausbildung hat sich dann dem Ende geneigt und dann kamen die Einplaner. Dann kurz vor Schluss hat man erfahren, wo man hinkommt. Da war natürlich jeder gespannt, das konnte ja deutschlandweit passieren. Und ich bekam nachher als Einziger die Zuweisung zu den Luftwaffenpionieren. Ja, was sind Luftwaffenpioniere? Habe ich noch nie gehört. War ich erstmal platt, was ist das? Gell. Gott sei Dank war es heimatnah. Am Tag der Versetzung hatte ich dann nochmal eine Auseinandersetzung mit einem aus meiner Gruppe. Der war ein bisschen größer, ein bisschen stärker wie ich, habe mich trotzdem mit dem geprügelt. Und der hat als Abschiedsgeschenk von mir dann noch drei Packungen Fleischsalat in seinen Seesack bekommen, aus der Marschverpflegung, auch von den anderen. Leider habe ich nie gesehen, wie er den aufgepackt hat.
Gut, das war jetzt die Grundausbildung. Ich zeige euch in einem anderen Filmchen, das ich nachher dranhänge oder extra mache, das weiß ich noch nicht, wie es zeitlich hinhaut, erzähle ich euch, wie es dann in meiner Stammeinheit war. Die letzten Jahre, wo ich die verbracht habe und was ich da gemacht habe. Übrigens, auch noch inspiriert hat mich zu diesem Filmchen die Serie Deutschland 1983. Die ist jetzt erst kürzlich mal gelaufen im Fernsehen. Da ging es um einen eingeschleusten DDR-Spion bei der Bundeswehr und war sehr zeitgeistmäßig gemacht. Ich habe mir die Folgen angeschaut. Die Musik, Neue Deutsche Welle wurde gespielt, wird eingebaut in das Filmchen, war damals auch gerade top aktuell. Dann die Autos, wo damals gelaufen sind, die Uniformen. Ich habe es jetzt mal angezogen, ein Teil passt noch. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Man hat so eine Sachen gesehen, die damals top aktuell waren, zum Beispiel der Walkman. Das war das Nonplusultra damals. So eine Sachen wurden in dem Film da eingebaut und es war eigentlich ganz lustig anzuschauen. Das war also das Filmchen zu meiner Grundausbildung. Im nächsten Film erzähle ich euch, wie es dann in meiner Stammeinheit zugegangen ist. Melde mich ab. Kleiner Nachtrag noch, ich muss euch noch was zeigen. Aus dem Lexikon des unnützen Wissens, dieser Knopf hier, wer weiß, für was der da war, der wurde von allen Wehrpflichtigen abgeschnitten. Das war der sogenannte Zettlerknopf. Die Wehrpflichtigen haben ihn abgeschnitten. Es gab ja hunderte von Kultsachen bei der Bundeswehr. Das wäre eigentlich ein eigenes Video wert. Der Reservistenkult, das Maßband, die Reservistenschnur, das Maßband trinken, die Uftstaufe und so weiter und so fort. Jetzt zeige ich euch, für was der Knopf da war. Nämlich für diese Taschenlampe hier. Dieser Knopf war für die Taschenlampe da, zum Beispiel für Wachsoldaten. Die konnten dann hier, brauchten was runterlangen, konnten zur Ausweiskontrolle den Ausweis anleuchten oder konnten ins Gesicht der Person leuchten, um die zu kontrollieren. Gut. Salah.